Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Two Point Hospital. Eine halbe Million. Damit gehen wir aus dem Level raus, in dem wir letzten Mal geschafft haben, die drei Sterne zu erreichen. Und deswegen gehen wir jetzt auf die Karte. Und was ich abgeschaltet habe, ist den DJ, den Moderator. Der ist mir letztes Mal irgendwie so ein bisschen gegen den Strich gegangen. Und ich habe dann ein bisschen rund gefragt, wer will den hören? Keiner will den hören. So, deswegen machen wir jetzt hier weiter. Ich glaube, das Ding hatte ich schon mal gespielt. Was ist denn das hier? Wie geht's denn überhaupt weiter? Gibt es denn noch andere Möglichkeiten, hier weiterzumachen? Nö. Ach nee, Moment, das können wir auch noch gar nicht wählen. Ist noch gesperrt. Die Universität. Das heißt, wir müssen... So, wir haben keine andere Chance, ne? Wir müssen hier weitermachen. Sehe ich doch richtig. Jo. Jo, 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 jo. Gut, dann die Mitten University. Schauen wir mal. Das ist das Level, da weiß ich noch, das ist recht kalt gewesen. Ist eine Fortschritt beeindruckend, hat uns eingeladen, für Mitten University ein Forschungsausbildungskrankenhaus zu bauen. Das ist eine tolle Chance für uns. Genau, wir Medizinstudenten, Krankenpflege einstellen. Genau, hier ging es um Ausbildung und Kälte. Das weiß ich noch. Es ist sehr kalt. Temperaturen müssen wir in den Griff kriegen. So, ich kann mich erinnern, als ich das in der Alpha oder Beta oder wo auch immer gespielt habe, dass ich den Fehler gemacht habe, das zu groß zu bauen. Ich wollte hier so einen Eingangsbereich mit nur Personalbereichen, da habe ich direkt das nächste gekauft und das ist schief gegangen. Und das werden wir diesmal nicht machen. Wir werden jetzt aber mal einen Empfang aufbauen, der sich gewaschen hat. Und zwar ein Doppelempfang. Und wir machen sowas Längliches, dann sparen wir ein bisschen Platz. Wie viel Platz machen wir denn dazwischen? So? Würde ich sagen. Dann machen wir an der Seite den Eingang und dann bauen wir hier so erstmal zwei Dinger ein. Wir machen einen Mini-Aktenschrank. Oh, nein, das passt nicht. Ah, jetzt kriegen wir die sogar nebeneinander. Das ist ja nice. Und das kriegen wir bis an die Kante. So kriegen wir es hin. Passt das so? Können wir den vielleicht sogar noch ein bisschen... So, können wir ihn verschieben. Sehr gut. Dann haben wir nämlich einen Doppelempfang. Also da können wir zur Not auf der gegenüberliegenden Seite nochmal einen Empfang einbauen. Dann haben wir Heizung. Wir machen erst mal eine Heizung. Bauen wir die hier außen dran? Jo. Und zwar hierhin hin. Ich hoffe, das langt auch. Ich weiß gar nicht, wie das von der Temperatur aussieht. Ja, und das geht. Und dann bauen wir das pro Räum. Was ist das? Geht der da nicht so ran, wie da drüben rangeht? Geht. Oh. Komm, weißt du was? Dann machen wir den so dahin. Genau, dann brauchen wir noch. Was brauchen die denn noch in dem Eingangsbereich? Also, wir brauchen auf jeden Fall, müssen wir ein bisschen auftrumpfen, ne? So. Was kostet überhaupt so eine Rose? 300. Alles für den Dackel, alles für den Club. So, ich hoffe, die kommen da noch vorbei, aber das gibt auf jeden Fall schon mal ein schönes Ambiente. Nein, 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 nein. Nicht mehr Blumen. Wo haben wir denn die kleinen Blömsche? Da. Da eine hin. Da eine hin. Aber symmetrisch-propetrisch natürlich. Sehr schön. So, Empfang haben wir schon mal. Dann stellen wir hier Leute... Nein, achso, ich müsste vielleicht mal hier bestätigen. Hm? Zack. Warte mal, können wir hier... Moment, 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 Moment. Können wir hier den Teppich reinbasteln? Gibt's Radios? Ladiogerät? Ein Drucker? Eine Spendendose? Spendet für meine Heizung. Hier gibt's ja richtig geile Sachen. Na komm, ah, so ein Käffchen... Zwischendurch ziehen wir doch durch. Ein Mülleimer. Was haben wir denn noch? Habe ich noch irgendwas, irgendwas Hübsches, was wir einbauen können? Kein Teppich, echt nicht. Ist ja schade. Ein Aktenschrank gibt's für 50. Komm. Leisten wir uns.
So, Stufe 3. Erstmal ein Deluxe-Empfang mit Kaffeemaschine, Abfalleimer, Doppelheizung und schönen Blümchen darunter rum. Das ist doch was Feines. Guti, das haben wir. Dann werden schon mal die ersten Patienten empfangen. Und ich werde jetzt erstmal in dem Bereich... wir werden auf jeden Fall ein Ausbildungszimmer bauen, weil das werden wir brauchen. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Und zwar Weiterbildung. Das ist auf jeden Fall essentiell. So machen wir den. So, da können wir zumindest 4 Leute weiterbilden. Dann haben wir hier noch so ein Whiteboard. Jetzt sind wir hier schon Stufe 3, das ist gar nicht mal so schlecht. Dann machen wir einen Desinfizierer neben die Tür. Und einen Mülleimer hier in die Ecke. Und da wir richtig Asche haben, was kostet die denn? 19? Die kostet 300, scheiß drauf. Jetzt gehst du auf jeden Fall, sind die Leute zufrieden. Oh, warte mal, wir müssen einen Heizkörper reinbauen. Das wäre vielleicht erstmal essentiell, damit die uns hier nicht wegfrieren. So, und für die Zufriedenheit ein Blümchen. So, es ist geheizt. Es kann ausgebildet werden, das ist schon mal gut. Und jetzt fangen wir, glaube ich, rechts an, dass wir hier Toiletten hinbauen und die ersten Räume. Dann fangen wir hier an, nicht mit der Apotheke, sondern mit dem Arztraum. So, kommt das hin? Plus 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ja, passt. Können wir so machen. Dann kommt hier eine Tür rein. Dann versuchen wir das Ganze mal aufzupimpen. Fenster nach hinten raus. Das da. Yo. Ein Heiz... Oh, warte mal. Nee, da müssen wir das anders bauen. So. Ein Heizkörper hier hinten rein. Dann brauchen wir... Wir müssen jetzt praktisch so einen Demo-Raum bauen, den wir immer wieder einfach kopieren können. Das macht es auf jeden Fall leichter. Dann brauchen wir eine Uhr. Zertifikate. 2 Stück. Ein Arzneischrank. Ich will eine Lampe. Für ein gemütliches Licht daneben dran und dann auf jeden Fall den Desinfizierer hinten an die Wand. Ist der Desinfizierer? Ich finde hier was nicht. Die Schränke sind echt gut, ne? Dekorationsobjekt verringert Langeweile. Ah, okay. Wo ist denn der Desinfizierer, verdammt? Okay, wir machen auf jeden Fall eine Waage hier irgendwie hin. Hierhin den Desinfizierer, sind wir schon mal auf Stufe 3. Einen Aktenschrank sollen wir noch platzieren. Jetzt ist die Frage, die wirklichen Aktenschränke? Wahrscheinlich, ne? Vielleicht bauen wir hier so 2 hin. So. Da haben wir die. Können wir das noch ein bisschen... So, jetzt war nicht mittig genug. So, jetzt haben wir das. Dann ein Abfalleimer. Den stellen wir hier so hin. Was brauchen wir denn noch? Eine Kaffeemaschine. So. Für das Wohlbefinden der Patienten brauchen wir einen Rosenstrauch, der das Ganze hier ein bisschen aufhübscht. Komm, Stufe 4 schaffen wir noch. Bücherregale. Zack. Jetzt brauchen wir noch ein paar Bilder. Die Essenspyramide neben die Waage. Das ist so offensichtlich. Wir nehmen die Waage mal hier hin. Zack.
Und die Essenspyramide daneben. Achso, es geht nicht, ha? Können wir nicht setzen, verdammt. Okay, dann die Kaffeemaschine weiter rüber. Den Desinfizierer weiter rüber. Die Tür. Eine Nuance weiter rüber. So. Und eine Glühbirne. Stufe 4, wir haben es geschafft. Cool. Also, oder heiß. So, wir müssen jetzt einstellen. Assistenten. Eine langt erstmal, da können wir noch jemand einstellen, wenn es soweit ist. Wir müssen einen Arzt einstellen und die müssen wir direkt ausbilden. Lustig, charmant, hungerlaunig. Was ist denn hungerlaunig? Wird unleidig, wenn er Hunger hat. Das ist nicht gut. Unlangig und langweilig. Hungerlaunig, genauso. Charmant, hungerlaunig. Weißt du was, du bist jetzt einfach eingestellt. Wir machen das. So, jetzt können wir öffnen. Go, go, go. So, achso, warte mal, Wartebereich müssen wir noch aufbauen. Den machen wir dann, den mache ich wieder vor die Räume. Oder wir machen hier wieder so Bänke. Warte mal, können wir nicht schönere Bänke kaufen? Ist wahrscheinlich alles teurer, ne? 50, was kosten die denn anderen? 100, die kosten genauso viel. Ich nehme lila. So. Dann machen wir nämlich hier sowas. So. Das müssen wir wahrscheinlich nochmal versetzen. So, eine Toilette müssen wir noch setzen. Und wir brauchen einen Pausenraum. So, wir bauen diesmal lieber kleiner. Das hat jemand mal gesagt. Oh, das lag nicht für den Türen. Dann machen wir mal die Tür hier hin. Zack. So, hier nehmen wir gerne das goldene Klo. So. Da geht direkt das Prestige los. So, wir machen mal kurz Pause. Ein Waschbecken. Oh. Dann machen wir den Desinfizierer. Ne, den Händetrockner machen wir da hin. Geht. Das ist aber eine knappe Kiste hier. Hm. Ja, so. Besser. Desinfizierer. Zack. Ein Mülleimer in die Ecke. So, wir sind etwas über Stufe 3 und noch einen schönen Rosen. Okay, jetzt haben wir das. Hier hat eben die Tür nicht hingepasst. Das heißt, die Bänke sitzen nicht optimal. Besser? Müsst ihr ganz kurz mal aufstehen lassen, junge Frau. Aha, geht nicht. Okay, warte mal. So, was kommt hier als Brief rein? Diagnose. Diagnose, genau. Patient soll bitte warten. Dann machen wir die 4 lang oder machen wir die hier 4? Ich glaube, wir machen eher klein. Wir machen das daneben dran. Also, Zimmer. Eine allgemeine Diagnose. So passt, ne? Ja, passt. Zack. Und eine Waage. Hier hin. Mülleimer. Dort. Ein Handdesinfizierer. Dorthin. Boah, es ist... aber wenn... Das Gute ist, dass ich jetzt durchs Kopieren kann ich das alles nutzen. Das konnte ich die ganze Zeit ja noch nicht. Und von daher wird das schon ganz gut werden. So. Feuerlöscher lieber direkt hier neben. Oder warte mal, wir können den, glaube ich, hier so...
in die Ecke setzen. So, was können wir denn noch machen? Wir haben eine Waage, haben wir drin. Gab es hier nicht sowas wie so ein Diagnoseterminal? Gab's nicht, ne? Uhr können wir auf jeden Fall setzen. Das bringt auf jeden Fall schon mal Pluspunkte. Ein paar Schränke. So, Heizung daneben dran. Klo natürlich auch nicht vergessen. So, wir sind auf Stufe 2. Wir würden aber gerne ein bisschen höher kommen. Ein Rosenstrauch. Zack. Dann machen wir noch ein paar Bilder. Oder gibt es noch irgendwas, was uns hier... Aktenschränke? Haben wir schon Aktenschränke? Das macht gar keinen Sinn, nee. Machen noch ein paar Bildchen. Glühbirne. Clown. Stufe 3. Passt. Wir müssen nicht alles auf Stufe 4 haben. So, dann stellen wir hier noch einen Krankenpfleger ein. Die müssen auch alle noch geschult werden. Boah, das kostet Geld. Positiv inspiriert hält das Leben für romantische Komödie. Er liebt sich ständig neu. Rechnet nicht mit Mitgefühl. Der Klassenclown. 50% Lerntürme, sehr gut. Hält Kuchen in hohen Ehren. Sehr sympathisch. Sie werden eingestellt. So, da haben wir das auch. Dann würde ich sagen, wir setzen mal einen... Wo ist der Zeitschriftenständer? Dort. Den setzen wir hier so ein. Und dann machen wir hier weiter mit den Bänken. Das Blöde ist... Ah doch, die sind nach oben geschoben. Sehr gut, ich wollte schon gerade meckern. Wieso langt das hier wieder nicht? Ich hoffe, das ist kein... Was habe ich denn da gemacht? Ich hoffe, das ist kein Fehler, dass ich das hier so knapp setze. Sieht gut aus. Apotheke. Der Patient soll bitte warten. So, der kann ein Upgrade vertragen. Ah, da haben wir keinen Hausmeister. Das stimmt, wir brauchen einen Hausmeister. Hier, super duper. Positiv. Also. Ah, Schüssel, jetzt habe ich einen eingestellt, der kein Upgrade einbauen kann. Na, fantastisch. Nee, den haben wir nicht. Okay, dann müssen wir das noch ein Momentchen laufen lassen, so. Apotheke. Das nächste ist die Apotheke. Zack. So. Musik aus. Bin irritiert. Jetzt geht's weiter. Desinfizierer. Die Löcher von die Feuer. Abfalleimer. In die Ecke. Rosenstrauch. Wollen wir erst den Heizkörper. Nein, Rosenstrauch. Und dahin. Wo sind wir denn? Stufe 2 sind wir. Ich finde es ja ganz gut, wenn wir hier so einen Aktenschrank. Der bringt eigentlich nicht sonderlich viel, ne? Was haben wir denn noch? Kaffeemaschine ist jetzt, glaube ich, mal Quatsch. So, von denen hier. Eins. Oh ja, die bringt viel. So. So, passt. Dann brauchen wir hier noch... Apotheke. Was kommt in die Apotheke rein? Du? Da passt nicht hin, weil... Tür bescheiden sitzt. Dann setzt man das doch weiter. Und setzen das hier so hin. Wollte ich gerade setzen, den Clown. Zack. Jetzt brauchen wir noch irgendwas. Eine Uhr. Und hier so ein bisschen Psychologie.
Stufe 3. Jetzt brauchen wir noch eine Assistenz. Quatsch, Krankenpfleger. So, jetzt haben wir die Grundlagen, haben wir. Wir sollen ein Upgrade installieren. Das heißt, wir brauchen einen Hausmeister, der Dinge kann. Und im Moment haben wir noch niemanden. Wir könnten aber noch einen einstellen und unseren ersten Kurs starten. Nämlich... Okay, machen wir in der nächsten Folge. Das klappt so nicht. Dachte, ich könnte jetzt direkt einen Hausmeister ausbilden. Ihr Lieben, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder von Tupan Hospital. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.